Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Jo Leute, heute erzähle ich euch mal eine Real-Life-Story, die mir und meinen Jungs in Lorette passiert ist. Leute, glaubt mir, so eine Geschichte habt ihr noch nie gehört oder sonst irgendetwas. Das ist einfach zu krank. Auf jeden Fall wurden wir in einen Club eingeladen und haben uns gesagt, ey komm, wenn wir schon eine Einladung bekommen, gehen wir auch dahin. Und gegen 3 Uhr, Freunde, hatten wir dann keine Lust mehr gehabt, wollten dann wieder ins Hotel zurück, Leute. Leute, wir kommen in unser Hotel an und sehen, da sind 3-4 Polizisten mit 2 Mädchen. Dieses eine Mädchen war komplett nackt und die andere hatte nur so einen Bademantel um sich. Und ein bisschen weiter weg saßen 2 Jungs. Der eine hatte so die Hand vors Gesicht gehabt und ihm kamen Tränen. Und der andere Junge war einfach so daneben und hat einfach so gemacht. Und wir dachten uns, oh shit, was ist da passiert? Wir dachten, vielleicht hätten die Jungs irgendwas mit den Mädchen gemacht. Aber Leute, was die Jungs uns dann erzählt haben, ey, das ist zu krank. Aber von den 2 Mädels, Freunde, habe ich noch ein Foto. Haben uns die Jungs ihre Geschichte erzählt. Sie sind gegen 2.30 Uhr in ihr Hotel reingegangen, Freunde. Machen ihr Hotel auf. Man hat mal so eine Karte. Die kommen da rein, Freunde, machen das Licht an und sehen in ihr Bett einfach 2 Mädchen komplett nackt. Leute, stellt euch mal vor, Jungs, ihr kommt in euer Hotel rein, macht das Licht an, 2.30 Uhr und da sind einfach mal so 2 Mädchen komplett nackt in euer Bett. Ja, Mann, da denkt ihr euch erstmal, geil, Alter. Und Leute, was da passiert ist. Der eine Junge geht etwas näher, erstmal so voll schockiert. Leute, man kann sich das gar nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, einfach, ihr geht in euer Zimmer rein und das sind einfach 2 wildfremde Mädchen, die ihr gar nicht kennt, splitterfasernackt in euer Bett. Und der eine sagt so, oh mein Gott, hier riecht's voll scheiße, wortwörtlich scheiße. Und der dreht sich um und Leute, ihr komplettes Zimmer war voller Scheiße. Ihr komplettes Zimmer, Leute. Ja, Leute, das Zimmer von denen wurde von den 2 Mädchen vollgeschissen. Wortwörtlich vollgeschissen. So, ja, was geht da ab? Das sind 2 Mädchen, die haben ihr ganzes Zimmer vollgekackt. Das eine Mädchen hat sich irgendwie ins BH gekackt. Keine Ahnung, wie das geht. Ohne Scheiß, so haben die das erzählt. Und die Polizisten haben die dann gefragt, warum haben die das gemacht? Und die meinten, ja, die können sich an nichts mehr erinnern. Wieso kackt man in ein Zimmer rein? Und das Traurige für die 2 Jungs war, Leute, das Hotel war voll gebucht. Sie haben kein neues Zimmer bekommen. Die Scheiße wurde halt dann nur sauber gemacht. Der eine Junge, ey, Leute, ehrlich, der ist 3-4 Tage lang gar nicht darauf klargekommen. Wir haben ihn immer gesehen. Er ist so rumgelaufen. Wir dachten uns nur so, what the fuck, Alter. Stellt euch mal vor, euch passiert sowas. Ich habe noch ein paar Bilder von den Jungs und alles. Schaut euch das mal an, Freunde. Ich stell mal vor, Digga, wir sind im Urlaub. Mein kleiner Cousin ist das, Freunde. Wir sind im Urlaub, wir kommen in unser Zimmer rein. Das sind 2 nackte Mädchen. Boah, erstmal geil, ne? Und da, Leute, gucken wir ein bisschen weiter und alles ist voll geschissen. Ach du Scheiße. Die 2 Jungs hatten einen Scheißtag. Ja, Leute, sie hatten wortwörtlich einen Scheißtag erwischt. Auf jeden Fall, Freunde, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, Freunde. Und Leute, uns ist noch eine krasse Real-Life-Story im Urlaub passiert. Wenn ihr die hören wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal in den Kommentaren rein, ob ihr die hören wollt, Freunde. Ich glaube, die kommt schon sehr, sehr, sehr an diese Story ran, aber schlimmer ist es nicht. Obwohl, die kommt schon echt an diese Story ran, Freunde. Wenn ihr die auch hören wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt es unten in den Kommentaren rein. Und Freunde, folgt mir auf Instagram.